Bad Taberz am vergangenen Sonntag. Kurz nach 13 Uhr meldet ein Anrufer der Gothaer Rettungsleitstelle ein Feuer auf einer Wiese zwischen Fischbach und Bad Taberz. Die Rettungsleitstelle alarmiert unverzüglich die Freiwillige Feuerwehr Bad Taberz. Deren Einsatzabteilung rückt nach wenigen Minuten aus. Was die 20 Kameradinnen und Kameraden dann vor Ort vorfanden, das berichtet der stellvertretende Ortsbrandmeister Michael Robes, der den sonntäglichen Einsatz leitete, Oskar am Freitag TV. Ja, die Feuerwehr Bad Taberz wurde heute alarmiert zu einem Flächenbrand, 13.17 Uhr. Wir rückten dann mit 20 Kameraden aus, sind dann hier vor Ort gewesen, wobei wir einen Flächenbrand feststellten mit offener Flamme. Der Einsatz passierte am alten Karberzer Friedhof. Beim Eintreffen hatten wir ca. 20 Quadratmeter Wiese und Wald im Vollbrand. Wir hatten den nach ca. einer Viertelstunde gelöscht. Ja, wir hatten dann eine leblose Person aufgefunden. Wobei ich dann direkt die Rettungsleitstelle weitere Kräfte nachalarmiert hatte, in zwecks eines Notarztes und einem Rettungsdienst. Die Polizei war nach ca. 10 Minuten ebenfalls vor Ort und hat dann die restlichen polizeilichen Arbeiten durchgeführt. Bei der Person konnte leider noch der Tod festgestellt werden. Der Brand war schnell unter Kontrolle und gelöscht. Also rückte man gegen 17:30 wieder ab. Damit hatte sich die Sache aber noch lange nicht für die Einsatzkräfte erledigt. Die Technik und die Schutzbekleidung war zu säubern und für den nächsten Notfall herzurichten. Routine allemal. Und alles in der Freizeit und alles ehrenamtlich. Und was wären wir ohne freiwillige Feuerwehren? Einige Zahlen. In Thüringen gibt es 34.000 Feuerwehrfrauen und Männer. Davon sind 96% Mitglieder freiwilliger Wehren. Voriges Jahr hatten sie 30.000 Einsätze. Davon ist nur jeder 10. Alarm wegen eines Feuers. 7 von 10 Einsätzen sind technische Hilfsleistungen. Unfälle, Ölspuren beseitigen, Keller auspumpen, umgestürzte Bäume beseitigen, Transportaufgaben für Rettungsdienste und. Im Landkreis Gotha zählen die Feuerwehren 1847 Mitglieder. Neben der Taberzer Wehr gibt es weitere 84 freiwillige Feuerwehren. Dazu kommt die Berufsfeuerwehr in Gotha, die einzige im Kreis. Doch zurück zu den Taberzern. Es war sicher spät am Abend, als sie wieder daheim waren. Was aber ganz gewiss länger nachwirkte, war der körperliche und emotionale Stress, den jeder Einsatz bedeutet, die Bilder im Kopf. Psychologische Betreuung für sie gibt es nämlich keine.